dass du endlich bei uns bist mit deiner neuen CD Echt. Das Album davor hieß Verzaubert, jetzt kommt Echt. Fühlt sich deine Karriere mittlerweile eher echt oder verzaubert an? Eine Kombi aus beiden würde ich es eigentlich nennen. Das Album jetzt heißt einfach Echt, weil es eigentlich so authentisch und persönlich wie ja nie zuvor eben ist. Und die Verzauberte Welt 2015, das letzte Album, war eben auch total passend, weil ich eben auch einfach wieder zugelernt habe. Das erste Mal ja selbst auch an meinen Liedern mitgeschrieben habe und ja, was ich jetzt fortgesetzt habe. Und es sind viele neue Songs eben entstanden, mein Name dann auch mit drunter steht. Das macht einen ganz, ganz stolz als Künstler. Wie merkst du dann den Unterschied, dass es jetzt für dich mehr echt ist als verzaubert? Bist du jetzt damit angekommen, dass du sozusagen eine bekannte Schlagersängerin bist? Es ist so, dass du dich einfach natürlich auch mit den Jahren einfach weiterentwickeln kannst, dadurch, dass du viele Auftritte erlebt hast, dass du mit jedem Auftritt neue Sachen dazulernst, die Fans besser kennenlernst, deine Fangemeinde an sich einfach zunimmt. Und es war bei mir so schön, dass einfach vom Fanclub ganz viel passiert ist, dass mir Leute einfach überall, wo ich bin, nachreisen. Das ist so ein tolles Gefühl. Und ja, was die Auftritte angeht, aber auch eben die Produktion. Man lernt ja auch im Studio immer mehr dazu, man traut sich auch. Und was auch mal ein Outfit angeht, man ja, hat einfach so ein bisschen so sein Ding gefunden, was man sich am wohlsten fühlt und so weiter. Und ja, das ist einfach insgesamt einfach so, dass ich jetzt noch mal mehr von mir habe zeigen können auf dieser CD. Was hast du denn jetzt bewusst anders gemacht, was du jetzt dazugelernt hast in den letzten Jahren? Naja, du gehst anders vielleicht auch noch mal auf die Bühne, wenn du weißt, die Leute kennen deine Lieder schon zum Beispiel, die singen alles mit. Das war für mich eigentlich mit das schönste Gefühl, was ich erlebt habe die letzten Jahre. Wenn immer mehr Leute deine Lieder kennen, ob du in Deutschland singst, in Österreich oder in der Schweiz. Und das war für mich so toll mit anzusehen. Und ja, gerade auch die Sendungen, dass die Leute eben auch dich anders wahrnehmen. Dass man eben nicht überall noch erklären muss, ja, ich bin Laura, ich singe, ich mache das und das. Sondern dass ich dann einfach, ja, mir da auch schon so ein bisschen einen Namen im Schlager einfach hab machen dürfen und da einfach mit offenen Armen sozusagen auf der Bühne empfangen werde. Das habe ich dazu gelernt und daraus halt auch einiges gemacht. Und deshalb war es mir auch wichtig, auf der neuen CD genau das eben auch den Fans zurückzugeben und nochmal ein bisschen mehr vielleicht auch von mir zu zeigen, was man sich am Anfang vielleicht auch noch nicht so traut oder einfach ein bisschen zurückhaltender ist. Und dann lässt man dann doch vielleicht auch nochmal ein bisschen eine persönliche Story mit in seine Texte einfließen und was ich natürlich auch die letzten Jahre alles so erlebt habe vielleicht oder was einen beschäftigt. Ganz normale Sachen aus meinem persönlichen Leben und deshalb hat eigentlich der Titel mir super gepasst, echt.